Tornado Stream! Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute haben wir ein, sag ich mal, etwas vielleicht überholtes Thema, aber trotzdem werde ich es machen. Und zwar, ich hatte wieder letztens Bock mal auf PlayStation 2 Spiele. Und natürlich habe ich eine PlayStation 2. Ich hole sie mal her, diesen Trümmer. Hier ist er, das gute Stück. Ein bisschen stark verändert. Hierbei handelt es sich um das Modell SCPH-7004. So, hier kann man schön sehen, hab mir meinen Standfuß damals noch besorgt. Das Ding ist schon uralt, bestimmt 7 Jahre. Und wenn man das dann anmacht, dann leuchtet das schön blau. Und hier kann man auch noch irgendwie Spiele ranmachen. Das Ding habe ich leider nicht mehr, das ist verschwunden. Und jetzt jemand, der sich fragt, warum ich hier jetzt so einen Mega-Kühler drauf habe, das liegt einfach daran, damals ist das Ding tierisch heiß geworden. Ich dachte mir, ey, fräst ein Loch rein, baust Computer. Ventilator auf, also hier Lüfter, Aktivlüfter, einen Aktivlüfter und hab den dann damals einfach mit einer, hier, mit einer Lüsterklemme verbunden und per USB rein, damit der Strom kriegt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, schon wieder völlig abgeschwiffen, der Tornado. Es geht, ich wollte spielen und das Laufwerk geht nicht mehr. Und so saß ich da. Und habe mich geärgert und ich dachte mir, ey, komm, guckst du mal im Internet, was so ein dummes Laufwerk kostet. Und tatsächlich gibt es noch die Laufwerke, so um die 20 Euro. Und da habe ich natürlich geguckt nach dem Modell. Das ist ganz wichtig, gleich vorweg, wenn ihr sowas macht, dass ihr wirklich auch die Modelltypen eingibt und danach sucht. Weil es gibt bei dem PlayStation-Modell einfach mehrere. Ja, ich hatte nämlich auch Bock, genau, die Spiele. Ich hatte nämlich Bock, erstmal den Trümmer zu entlegen. Und zwar ist mir das aufgefallen bei Gran Turismo. Und da bin ich nur in diesen PlayStation-Modus gekommen, also quasi, es kam nur Sony Entertainment und dann war Freeze. Dann habe ich noch drin gehabt Tony Hawk Pro Skater, da ging's. Und ein paar PlayStation 1 Spiele. So, und wo liegt's rum? Hier ist es! So, hier haben wir das PlayStation 2 Laufwerk. Das packen wir jetzt auch mal aus. Holen wir raus aus der Schachtel. Weg damit. Und ich zeige euch jetzt das mal. Ich hole es mal raus. Das schöne Stück. Und tada, hier ist es. Ich halte es mal hier rein in die Kamera. Das ist das PlayStation 2 Laufwerk. Hierzu gibt es gleich eine kleine Besonderheit. Zum Glück lag ein Zettel bei. Den hat mir der Verkäufer netterweise da reingepackt. Und zwar, der hat mich auf etwas hingewiesen. Und zwar hier am Laser, sieht man jetzt ganz schlecht hier. Hier ist eine kleine Stelle. Ein kleiner Tupfen Lötzen. Und den müssen wir entfernen. Das ist ein Transportschutz. Ansonsten kriegen wir das Laufwerk wahrscheinlich nicht zum Laufen. Das werden wir dann auch gleich weglöten. Also, ihr braucht einen Schraubenzieher, um die 10 Schrauben zu lösen an den Case. Ey. Und einen einfachen Lötkolben. Habe ich jetzt nicht per Greenscreen eingefädelt mal. Aber ist doch auch okay. Also, würde ich sagen, lasst uns loslegen. Bauen wir los. So. Als erstes die Memory Card raus und den Funkstecker für den Controller. Kann auch ein Kabel gebunden sein, ist egal. Hauptsache ihr nehmt alle Stecker raus. So, jetzt nehmt ihr euch den Schraubenzieher und löst diese Gummifüße ab. Schön einen nach dem anderen. Ich werde das jetzt hier sehr ausführlich machen, damit auch wirklich jeder das verstehen kann, wie das funktioniert. Also wirklich, ihr könnt jeden Handgriff von mir jetzt verfolgen. So, jetzt sind hier noch Plastikabdeckungen. Ach scheiße, es geht nicht. Muss nochmal raus, Werkzeug fehlt. Wo ist es? Da ist es. Das Cutter. Ja, der Schraubenzieher hat doch nicht gereicht. Diese Plastikdinger für die Schrauben sind doch zu fest. Da macht sich doch das Cutter besser. Sieht man eindeutig. Schön alle raus. Ah, ab. Gut. So, und immer schön dran denken. Alles ordentlich sortieren und nicht irgendwo hinschmeißen. So, jetzt hier die Schrauben. Schön schnell rausgedreht. Highspeed hier. Genau, jetzt haben wir die schon raus, wieder umdrehen die Konsole. Bumm. Und jetzt müsste sich das ganz leicht abheben lassen. Und zwar so. Genau. Hier sieht man nochmal dieses krasse Loch, was ich gefräst habe, ey. Voll heftig, damit halt hier die Luft rauskommt. So rum muss das dann rein. Jetzt die 4 Schrauben lösen vom Laufwerk. Leider habe ich keine schöne Aufnahme davon gemacht. Auf den Schrauben befinden sich die PlayStation-Logos. Ziemlich cool eigentlich. So, jetzt nehmen wir das hier vorsichtig. Ach, Vorsicht. Ab. Wir müssen erstmal die Clips lösen. Einmal den Motor-Clip,
der den Laser bewegt, also diesen Laserarm. Genau, vorsichtig. Jetzt der Clip für den CD-Motor, also das, was die CD dreht. Vorsichtig entfernen. Sind alle nur reingesteckt, also. Und jetzt hier unten das Datenkabel vom Laser, was quasi die Daten von den Spielen an die PlayStation übermittelt. Jetzt hier, das ist so eine Spange, die muss ein bisschen hochgedrückt werden. Zieht hier vorsichtig raus und zack, da ist es. Da haben wir das PlayStation-Laufwerk, das Defekte. Jetzt noch, genau, die Gummichens abmachen, die recyceln wir. Die sind dazu da, um das Laufwerk zu entkuppeln, damit halt die Vibration nicht auf das Laufwerk so extrem überschwappt. Weil wenn so eine CD unwuchtig ist, ey, dann kann das ganz schön dazu führen, dass die Spielkonsole, sag ich mal, anfängt zu vibrieren laut. Der eine oder andere wird das Problem auch kennen, wenn die dann auf einmal anfängt zu brummen. Guck mal hier. Oh, sieht aber anders aus. Na, hoffentlich ist das richtige Laufwerk. Naja. So, jetzt den Lötkolben. Den macht ihr erstmal schön heiß, 5 Minuten vorwärmen. Und jetzt müsst ihr diese Transportsicherung entfernen. Weil sonst funktioniert das nachher nicht. Und bloß vorsichtig, dieser Lötkolben ist sauheiß und der Rest von diesem Laufwerk ist alles Kunststoff. Und nicht, dass ihr euch das kaputt macht. So, jetzt hier schön mit schiebenden Bewegungen die Leitbahnen freimachen. Und so müsste das Ganze zum Schluss aussehen. Schön die Adern freilegen, damit das Laufwerk auch am Ende funktioniert. Dann nehmt euch das neue Laufwerk, nehmt wieder diese Entkopplungspuffer, diese Gummiteile. Wieder hochgedrückt. Genau. Ein nach dem anderen. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, jetzt muss wieder das Laufwerk rauf. Das ist schon jetzt ein heftiger Griff, der Klammergriff. Also da müsst ihr ein bisschen üben, da braucht ihr auch 2-3 Anläufe. Aber habt ihr hingekriegt. Wieder original rauf. Setzen das Laufwerk. Jetzt den Clip für den CD-Motor. Also das, was jetzt die CD dreht. Wieder drin in den Slot. Den Clip. Genau. Jetzt wieder den Clip für den Lasermotor. Das, was halt den Laser hoch und runter bewegen lässt. So, und jetzt wieder die schönen Schrauben rangedreht. Und wir haben es gleich geschafft. Dauert nicht mehr lange. Wir sind schon fast am Ziel. So, jetzt noch die letzte Schraube rauf. Dann ist der... Das Laufwerk erstmal wieder fest. Dann den Deckel rauf. Genau. Schön festdrücken wieder. Wieder umdrehen. Schön positionieren. Genau, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Guckt euch einfach das Video ganz genau an und dann könnt ihr das auch. Das ist wirklich keine Atomwissenschaft. Nur das Löten ist ein bisschen vielleicht tricky. Wer einfach genau zuschaut, der braucht auch eigentlich keine Berührungsängste haben. So, jetzt nochmal hier mein oller Standfuß daran gesetzt. Das gilt natürlich jetzt für euch nicht mehr. Es sei denn, ihr habt diesen Standfuß, dann ist es klar. So, wieder festschrauben das Ding, damit es aufrecht stehen kann. So, und fertig ist der Trümmer. Ich habe die PlayStation aufgestellt. Und als Beweis habe ich hier Gran Turismo. Wie gesagt, das Spiel geht gar nicht. Nur zur Info, ich habe halt die PlayStation... Oh, ist jetzt ein bisschen scheiße dunkel hier. Machen wir mal an die Kiste erstmal. Die PlayStation über ein Komponentenkabel verbunden. Und im PlayStation-Menü habe ich das Menü auf 16:9 eingestellt. Also die maximale Qualität, was so eine PlayStation 2 bringen kann. Und wir machen die Klappe auf. Oh, jetzt kommt der Moment. Reinlegen, weil das Spiel kam nur bis zum Sony Entertainment Screen und dann war Pumpe. So, schnell den Controller geschnappt, hingeschmissen hier. Ich mache das diesmal so, weil das reicht für das Video. Oh, Kiste fängt schon mal an zu laden. Da, soweit waren wir schon. Der Beweis, es funktioniert. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ja! Jetzt kann ich wieder alle meine Spiele daddeln. Was kann man noch sagen? Einfach nur geil. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich weiß, PlayStation 2 Laufwerke zu verbauen ist jetzt nicht gerade der Hit. Aber ich dachte mir, ey, es ist gerade bei mir angefallen, dieses Thema, und ich mach das einfach mal. Auch wenn es schon diese Videos wie Sand am Meer gibt, ist egal, ich hab's gemacht. So, an dieser Stelle sage ich dann einfach mal, schau! Euer Tornado, bis dann. Ah, verdammt. Mist. Na komm, geben wir mal ein bisschen Gas hier.